Aber das ist echt ein Nacktbadestrand und hier sind einige Leute, die nackt baden. Servus zusammen, wir sind mal wieder unterwegs und diesmal sind wir in den Royal National Park gefahren. Der liegt in der Nähe von Sydney und ja, wie ihr hinter mir sehen könnt, mega geiler Ausblick. Und Kelly und ich laufen jetzt den To Hell and Back Way, so nennt sich der zumindest in dem Buch, geht da runter und dauert runter 30 Minuten und hoch haben sie gesagt um die 50 bis eine Stunde. Wir sind gespannt, wird auf jeden Fall sau anstrengend, aber wenn die Aussicht und die Ausblicke so bleiben wie jetzt, bestimmt mega cool. So, wir sind jetzt hier und laufen jetzt hier den Weg entlang den Werong Track zu den Werong Beach. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg auf dem Werong Beach Track und wir haben gerade gelesen auf dem Schild, dass der Werong Beach ein autorisierter Nacktbadestrand ist. Also Kelly und ich erwarten Schlimmes. Der Weg bisher ist mega geil und teilweise den Ausblick, den man hat, so zwischen den Bäumen durch. Fehlen aber echt die Worte. Und ja, wir laufen jetzt runter. Runter geht's laut Plan sehr schnell. Und hoch wird's dann echt extrem schwierig und anstrengend, weil es geht echt steil runter. Und ja, wir sehen uns dann unten am Strand. Schaut euch den Ausblick an. Ist doch wohl mega nice. Kann man sehr wahrscheinlich nicht so gut auf der Kamera erkennen, aber hinten am Horizont ist das Meer. Man guckt durch die Bäume. Einfach mega geiles Panorama. 85, something wrong. Mommy crying, daddy gone. Wasn't me, no sleep. Empty fridge, no groceries. Teardrops running down my face. It's just one of those days. If you and me would meet someday, I think the first thing you'll say is something like, I've made some mistakes in the past. But something that it cannot change. So, wir haben es gleich geschafft. Man kann jetzt hier durch die Bäume den Strand schon sehen. Man hört sogar das Meer. Mega nice auf jeden Fall von dem, was man sieht. Ja, wir gehen jetzt da runter. Ist noch ein kleines Stückchen ist es noch, aber ist schon okay. Und ja, schauen uns den Strand mal an, machen ein kleines Picknick. Und dann geht es gleich wieder hoch zum Auto. Aber erstmal runter zum Strand. Wir sind angekommen am Strand. Hinter mir kann man sehen. Mega, mega nice. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier runter zu laufen. Und ja, wir gehen jetzt runter, setzen uns ein bisschen an den Strand, essen was und genießen das schöne Wetter. Woo! So, wir sitzen jetzt hier am Strand, haben unser Sandwich dabei, machen jetzt eine kleine Pause. Aber das ist echt ein Nacktbadestrand und hier sind einige Leute, die nackt baden. Man kann es ja machen, aber ich finde es ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. Naja, egal. Auf jeden Fall, der Strand ist mega nice mit den Klippen, mit der Küste hinter uns und einfach geil. Und ja, wir essen jetzt und dann geht es ja wahrscheinlich gleich wieder rauf zum Auto. Wir sehen uns. Wir sind noch ein bisschen hier an der Küste entlang gelaufen, wo man unter mir sehen kann. Zu viel Geröll. Und ja, jetzt geht's wieder zurück. Die Klippe hoch. Zum Parkplatz und dann mal schauen, was wir machen, wo wir noch hinfahren. Vielleicht fahren wir noch nach Wollongong, dann über die Seacliff Bridge. Werde ich euch dann auch mal zeigen. Ist auf jeden Fall mega nice, da war ich schon 2012. Der Strand und die Umgebung hier ist auf jeden Fall mega schön. Wir gehen jetzt zurück und dann sehen wir uns beim Auto. Hoffentlich, denn der Weg heißt nicht umsonst To Hell and Back. So, wir sind wieder beim Auto angekommen und fahren jetzt nach Wollongong und werden dabei die Seacliff Bridge überqueren.
schauen uns die vielleicht mal an, stoppen, laufen ein bisschen drüber und ja, dann geht's erstmal Mittagessen irgendwo, schauen wir mal. Gelaufen sind und wieder zurückgelaufen sind zum Auto, fahren wir jetzt darüber.